Hey, liebe Kinder, was passiert eigentlich, wenn ich mit einer Stecknadel in diesen prall aufgefüllten Luftballon pieke? Ich probiere es einfach mal aus. Ja, also das habt ihr euch bestimmt schon gedacht. Es knallt ziemlich laut, der Ballon platzt. Aber warum platzt er eigentlich mit solch einem lauten Knall? Was geht da eigentlich vor? Ich hole mal hier so ein Stückchen von der Haut, die so weggeflogen ist. Also die Ballon-Gummihaut steht ja unter einer ganz hohen Spannung, weil der richtig prall aufgefüllt ist. Und wenn ich da mit der Nadel reinpieke, dann entsteht ja erstmal nur so ein winzig kleines Loch. Aber dieses Loch, das breitet sich blitzschnell zu einem ganz langen Riss aus, weil die Gummihaut ja unter solch einer hohen Spannung steht. Und das geschieht richtig blitzschnell. Aber blitzschnell ist eigentlich das falsche Wort, weil das passiert eigentlich donnerschnell, weil das geschieht mit Überschallgeschwindigkeit. Und deswegen hören wir auch so einen lauten Knall, weil die Luft, die in dem Ballon drin ist, die steht ja unter einem ganz hohen Druck und die breitet sich dann schlagartig aus und das ist eine richtige Druckwelle und die kommt in unser Ohr und wir hören dann so einen lauten Knall, weil Schall besteht ja eigentlich, also das sind eigentlich Druckwellen, die in unser Ohr kommen. Ja, aber jetzt kommen wir zu unserem Experiment. Können wir eigentlich eine Stecknadel in einen prall aufgefüllten Ballon pieken, ohne dass er platzt? Ja, das geht. Das wollen wir jetzt in einem Experiment ausprobieren. Wir brauchen dazu einen Luftballon, eine Stecknadel, eine Pumpe gegebenenfalls. Und das ist das Geheimnis, Klebeband. So, ich habe jetzt mal den Ballon hier unter der Kamera platziert und ich werde jetzt mal ein Stück von diesem Klebefilm auf den Ballon kleben. Wichtig ist dabei, dass ihr einen guten Klebefilm verwendet, der also richtig gut klebt, weil dieser Klebefilm, der soll jetzt wie ein Pflaster wirken und die Ballonhaut vor Verletzungen schützen, weil wichtig ist, dass das Loch eben nicht aufreißt und den Ballon zum Platzen bringt, sondern das Loch soll einfach ein Loch bleiben und am besten durch die Nadel verschlossen bleiben, so dass dann halt keine Luft rausgehen kann. So, ich habe jetzt hier mein Nadelkissen und ich nehme jetzt mal eine von den Stecknadeln und werde die jetzt durch das Pflaster pieken. Das heißt also nicht daneben pieken, sondern durch das Pflaster in die Ballonhaut pieken und wir gucken mal, was passiert. Also wir merken, es passiert gar nichts. Das heißt, der Ballon platzt nicht, weil der Klebefilm klebt da so gut drauf, dass er verhindert, dass die Ballonhaut aufreißt. Und das Loch selber ist ja jetzt auch durch die Nadel selbst verschlossen, so dass auch keine Luft entweichen kann. Wir können es noch mit einer zweiten Nadel ausprobieren. So. Also, auch wenn wir eine zweite Nadel da noch durchpieken, passiert nichts. Der Ballon bleibt unten beschadet. Ja, aber was passiert jetzt, wenn ich eine Nadel wieder rausziehe? Also jetzt haben wir da so ein winziges Loch im Ballon, aber selbst durch dieses winzige Loch entweicht jetzt nicht so viel Luft, dass wir das irgendwie zischen hören oder so. Aber es könnte schon sein, dass der Ballon vielleicht, wenn er jetzt über eine längere Zeit liegen bleibt, ein bisschen Luft verliert. Ja, es war's im Workshop auf Physik. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Also ich pieke das jetzt mal hier rein. Also ich pieke das jetzt mal hier rein.